Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir was quick and dirty. Heute geht es um Long Straddles und wann man die aufsetzen sollte, habe ich eine tolle Frage bekommen. Jetzt im Video. Am Anfang noch ein kleiner Hinweis. Morgen kommt ein sehr, sehr wichtiges Video auf meinem anderen Kanal, dem Jens Rabe Kanal. Und zwar, wir wachsen und wir stellen neue zusätzliche Mitarbeiter ein. Und zwar in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe das Ganze heute auch schon auf Facebook geteilt. Ich habe das heute gab es nur ein ganz kurzes Video auf Facebook für eine Assistentin. Ich habe heute auch was auf Instagram schon reingeschrieben. Es gibt morgen noch viel, viel mehr. Also wir suchen Leute für die Akademie, wir suchen Leute für den Handel, wir suchen einen Videografen, Mitarbeiter für Social Media. Also morgen schaut unbedingt auf den Jens Rabe Kanal, wenn ihr eine neue Herausforderung sucht. Und dann könnt ihr demnächst hier bei mir in meinem Team mit mir arbeiten. Okay, so, jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, ihr wisst, es gibt ja momentan diese Entscheidung über den Brexit. Ne? Also wie wird das jetzt alles laufen mit dem Brexit? Wird das jetzt gehen die Briten jetzt raus und so weiter und so fort? Und das hat natürlich Einfluss auf beispielsweise das britische Pfund. Und wir hatten jetzt kürzlich, im Helpdesk war es, Helpdesk, ne, das ist dieses Webinar, was einmal in der Woche stattfindet für alle Abonnenten des Optionsbriefes, des Börsendienstes. Und da hatte jemand eine Frage gestellt, macht es denn nicht in so einer Situation Sinn, dass man vor so einem Ereignis einen Long Straddle kauft, weil dann müsste doch eigentlich die Volatilität sich bewegen und dann müsste doch eigentlich was passieren. Ne? So, klären wir mal ganz kurz ab, was ist ein Long Straddle? Also ein Straddle ist immer, wenn man einen Call und einen Put am gleichen Strike handelt. Okay, meistens at the money, ist aber nicht zwingend, könnte auch out of the money oder in the money sein, aber es wird ein Call und ein Put gehandelt am gleichen Strike. So, und wenn wir uns mal ein P&L-Diagramm anschauen, also ein Profit-Loss-Diagramm, dann haben wir hier die Preise und hier haben wir Plus und hier haben wir Minus. So, wenn wir einen Long Straddle machen, das heißt Long, wir kaufen diese Option, wir kaufen einen Put, wir kaufen einen Call. Was muss dann sein? Dann fangen wir also an, Geld am Anfang auszugeben, dann ist das also ein sogenannter Debit Spread. Ne? Also Debit bedeutet, du gibst Geld aus. So, und deswegen sieht ein At the Money Long Straddle halt so hier aus. So, das ist die Idee hinter einem Long Straddle. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, immer, wenn ihr sagt, ich habe eine Option gekauft, dann ist es natürlich so, dass wenn die Volatilität dann ansteigt, ist es tatsächlich so, dann verdient ihr Geld. Ne? Also wenn die Vola explodiert, dann ist das hier eine super tolle Variante. So, jetzt ist aber ein kleiner Denkfehler dabei, denn, ich schiebe das mal ein bisschen rüber, wenn so ein Ereignis ist, ne, dann ist das ja etwas, was alle Marktteilnehmer schon im Vorfeld wissen. Das heißt also, wenn du weißt, an dem und dem Tag wird über den Brexit abgestimmt, an dem und dem Tag wird über das abgestimmt, an dem und dem Tag ist dieses oder jenes Ereignis, so ähnlich wie, was heißt so ähnlich, eigentlich genauso, wenn es um das Thema Earnings geht, ne? Also wenn jemand Earningszahlen veröffentlicht. So, und immer wenn das so ist, dann steigen im Vorfeld schon die Volatilitäten an, weil sich ja viele Marktteilnehmer schon darauf vorbereiten. Das heißt also, wenn du jetzt, wir machen nochmal das Beispiel mit dem britischen Pfund, jeder weiß, dass es jetzt diese Abstimmung, diese Entscheidung zum Thema Brexit geben wird. Und jeder weiß, dass das auch durchaus Einfluss auf das Underlying haben kann. Also beispielsweise auf den britischen Aktienmarkt oder aber eben auch auf die britische Währung. Und jetzt versetz dich einmal in die Lage, du bist jemand, der mit diesem Thema sehr eng konfrontiert ist. Du bist eine Firma, die in England produziert oder nach England exportiert. Du bist jemand, der am britischen Aktienmarkt investiert hat. Du bist jemand, der mit der britischen Währung, mit dem Pfund etwas zu tun hat. Dann ist es doch nicht so, dass du jetzt sagst, okay, nächste Woche ist diese Entscheidung oder in 4 Wochen oder in 8 Wochen ist diese Entscheidung und jetzt warte ich mal. Ne? Sondern du sagst, okay, falls da irgendetwas passiert, was gar nicht gut für mich ist, ne, weil du eine andere Erwartungshaltung hast, aber dann muss ich mich doch irgendwie absichern. So, und wie machst du das? Indem du vorher eben entsprechende Absicherungsinstrumente kaufst und im Falle des Optionshandels ist es eben so, dass hier je nach Erwartungshaltung eben Call- oder Put-Optionen gekauft werden.
Wenn nun jetzt aber so viele Marktteilnehmer im Vorfeld sich schon absichern, dann passiert Folgendes, nämlich die Volatilität steigt im Vorfeld schon an. Das heißt, da ist im Vorfeld dann schon eine hohe Volatilität im Markt. Und das haben wir zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Die IVR, der Implied Volatility Rank des britischen Pfundes, war schon sehr, sehr hoch. Und jetzt kommt dieses Ereignis. Jetzt kann es durchaus passieren, dass das Underlying selbst, also das Pfund beispielsweise oder der britische Aktienmarkt, eine größere Bewegung macht. Aber gleichzeitig ist sehr häufig zu beobachten, dass die Volatilität dann sinkt. Und ihr kennt das auch, nämlich wenn ihr euch mit Earnings beschäftigt. Vor den Earnings ist es genauso. Die Volatilität in den Aktienoptionen einer Aktie, die vor den Earnings steht, steigt zum Ereignis der Earnings an. Und sobald das Ergebnis raus ist, selbst wenn es eine mega negative oder positive Überraschung ist, fällt das Ganze in sich zusammen. So, und jetzt die Frage wieder. Macht es also Sinn, vor so einem Ereignis oder jetzt kurz vor dem Ereignis so einen Long Straddle zu kaufen, in der Erwartungshaltung, dass wenn das Ereignis dann kommt, man von einer ansteigenden Volatilität profitiert? Nein, das macht es nicht, sondern das würde lediglich Sinn machen, wenn man sagt, okay, ich mache im Vorfeld, schon mehrere Wochen im Voraus, kauft man Optionen in der Erwartungshaltung, dass eben dann eine ansteigende Volatilität sich am Markt manifestiert. Gerade beim Pfund war das jetzt die ganze Zeit so. Allerdings muss man auch hier sehen, dass man natürlich in so einem Long Straddle eine eingeschränkte Bandbreite hat. Und gerade wenn, wie zuletzt, das Pfund dann fällt, bin ich mir gar nicht sicher, ob man dann damit, je nachdem, wie man es aufgesetzt hat, überhaupt Geld verdient hätte. Also, Long Straddles immer nur in Erwartung nach steigenden Volatilität. Deutlich vor einem Ereignis, beim Ereignis selbst, ist das in der Regel nicht die optimale Idee, die man am Markt umsetzen kann. Wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Optionshandel, wenn euch Dinge aus dem Optionshandel interessieren, dann ist das hier eure Quelle, um euch zu informieren. Deswegen schreibt mir eure Fragen hier unten in die Kommentare rein. Kommentiert auch dieses Video und ihr dürft, jawohl, das ist erlaubt und auch gewünscht, ihr dürft dieses Video natürlich auch teilen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Und nicht vergessen, morgen Jens Rabe Kanal, neue Jobs hier in meiner Unternehmensgruppe.